Hey ho Minecraft-Freunde, heute zeige ich euch, wie ihr ein Zugsystem in Roblox Studio baut. Zumindest hatte ich das vor und dann hat meine Aufnahme nicht funktioniert, weshalb ich das Ganze hier nochmal neu aufnehmen muss. Ihr seht, ich habe hier schon Schienen gebaut und so. Und ja, das Tutorial war eigentlich fertig, aber wie gesagt, die Aufnahme war weg. Dieses Tutorial ist ein bisschen anders, weil es ist kein Schritt-für-Schritt-Tutorial, in dem ihr dann am Ende ein fertiges Zugsystem habt, sondern ich wollte euch einfach nur mal zeigen, was man so für Approaches nehmen kann, um ein Zugsystem zu basteln, und habe dann da so eine 10-Minuten-Challenge gemacht, weil meine Tutorials waren in letzter Zeit immer unglaublich lange und ich dachte mir, ich mache einfach mal eine Challenge, was für ein System kriege ich in 10 Minuten hin, damit das Tutorial nicht so lange dauert. Naja, ihr könnt euch vorstellen, in 10 Minuten ist das System, das dabei rumkommt, gar nicht mal so gut. Und das liegt einfach daran, dass so ein System gar nicht mal so leicht ist. Es gibt sehr viele verschiedene Approaches an so einem System. Man kann es physikalisch machen. Das gibt dann aber sehr viel Bugpotenzial, dass der Zug entgleisen kann und was nicht alles. Man kann es aber auch fixed machen. Das ist das, was ich gemacht habe, weil es am schnellsten geht. Und dann habt ihr so einen Zug, der so richtig komisch rumjittert, wenn ihr eure Strecke nicht gut aufgebaut habt. Aber ihr seht, es funktioniert, wenn es auch ein bisschen holprig ist und ab und zu so macht. Aber es funktioniert irgendwie. Also ja, ich habe es auf jeden Fall in 10 Minuten geschafft. Und ich denke, man sieht auch, dass da nicht viel mehr Zeit reingeflossen ist. Aber wie man so ein tolles System macht, und man kann das natürlich sauber machen, dass er nicht ganz so sehr rumjittert, das zeige ich euch in diesem Tutorial. So, das erste, was ich gemacht habe, ist natürlich, ich habe eine Strecke gebaut. Um diese Strecke zu bauen, habe ich einfach so ein paar verschiedene Schienenteile gemacht. Ich habe zwei verschiedene Sachen probiert, deswegen habe ich erst unterschiedliche Schienenteile gemacht, habe mich dann aber am Ende dafür entschieden, einfach nur dasselbe Schienenteil immer wieder zu verwenden, habe das dann einfach hingestellt und immer wieder so praktisch gemacht. Und so habe ich dann halt meine Schienen gebaut. Ich hatte dann auch noch ein Plugin verwendet, welches es mir leichter machte, die Schienen richtig zu positionieren. Das heißt, Ropeater von Stravent war das, glaube ich. Kann ich auswählen, dann habe ich hier die Möglichkeit, das so lang zu ziehen oder so lang zu ziehen. Aber mir fällt auf, ich hätte es in die andere Richtung ziehen müssen. Das heißt, ich hätte von hier anfangen müssen, damit das überhaupt funktioniert mit dem Tiling. Naja, ist ja auch egal. Und so konnte ich dann diese Strecke sehr schnell bauen. Was ich dann noch gemacht habe, ihr seht ja so eine Linie, und die ist auch der Grund, weshalb der Zug manchmal so macht. Ich habe ein weiteres Plugin verwendet, das kostet, glaube ich, Robux, und ich empfehle euch nicht, das Plugin zu nutzen. Das war einfach nur, weil ich schnell machen musste und ich das Plugin einfach schon hatte. Das Plugin heißt Curves von, ich glaube, das war von Quenti, ich weiß es nicht mehr. Damit kann ich auf jeden Fall eine Kurve malen, indem ich einfach hier so hinmale, und dann habe ich eine Kurve, einen riesig großen Curve-Editor, den ich einfach mal zumache, weil mit dem Curve-Editor könnte ich dann theoretisch noch Parts auf der Kurve platzieren und so. Das brauche ich aber gar nicht, weil dieser Curve-Editor, der macht hier schon automatisch ein paar Punkte hin, wenn ich die Kurve auswähle. Ja, dann kommt immer der Curve-Editor. Aber ihr seht, hier sind immer so einzelne Parts, und zwar in jedem einzelnen Teil der Kurve. Und diese Parts wollte ich haben. Dann hatte ich hier im Server-Storage einen Folder namens Plugin-Curves oder eine Kurve, oder sind dann halt diese ganzen Punkte drin, an denen sich der Zug dann orientieren soll. Und wenn ich möchte, dass der Zug halt nicht mehr komisch rumwackelt, dann muss ich halt wirklich alle Punkte schön mittig in den Schienen platzieren. Alles hübsch machen, alles sauber machen. So, damit das alles halbwegs in der Mitte lang geht. Und natürlich auch solche Sachen wie die Dinger hier, die zu weit oben sind, wieder runterschieben. Nein, nicht das! Das da meinte ich, genau. So meinte ich das. Und den hier auch. Und damit haben wir ein bisschen Gewackel von dem Zug dann verhindert. Wenn wir dann so ein System haben mit Schienen, die Schienen sind ja eigentlich voll egal. Wichtig ist ja eigentlich nur, dass wir einen Folder haben mit diesen ganzen Parts. Die Parts sollten am besten auch in die richtige Richtung orientiert sein. Das sind sie bei mir, glaube ich, nicht. Sonst wäre es einfacher gewesen, das Ganze zu coden. Weil wenn ich jetzt den Indication Orientator zeigen möchte, geht es nicht, weil es sich im Server Storage befindet. Geil, dankeschön. Aber ich habe auf jeden Fall diese Parts. Die sind auch alle in der richtigen Reihenfolge nummeriert, wie ihr hier seht. Das heißt, es fängt an mit 1, dann kommt 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und dann habe ich einfach nur ein Script geschrieben. Und das Script sorgt einfach nur dafür, dass der Zug von einem Punkt zum nächsten Punkt fährt. Und weil er sich nicht einfach nur zwischen den Punkten teleportieren soll, habe ich dann noch ein Lerp damit reingehauen. Hier seht ihr einmal, wie das Skript aussieht, das ich geschrieben habe. Man sieht auch, dass ich ziemlich gerusht habe, weil hier ist nichts kommentiert und so. Zug ist einfach Workspace.zug bei mir. Zug aktiv ist auf True, dass man ihn theoretisch deaktivieren kann. Distanz pro Frame ist praktisch die Geschwindigkeit. Wenn ich das auf 1 hochstelle, dann würde der Zug doppelt so schnell fahren. Ihr seht, er ist jetzt doppelt so schnell. Aber ich glaube, so wie ich das Skript geschrieben habe, bricht das auf jeden Fall, wenn der Zug zu schnell ist. Wenn ich jetzt 5 pro Frame mache, könnte es sein, dass das System gar nicht mehr klappt. Oder... Okay, es funktioniert. Es funktioniert. Es funktioniert. Woohoo! Ich weiß zwar nicht, warum es funktioniert, aber es funktioniert. Weil ich dachte, ich hätte da einen Bug eingebaut. Okay, versuchen wir mal 45 Stats pro Sekunde. Das ist zu viel.
Okay, es ist einfach viel zu schnell. Aber es funktioniert. Es funktioniert. Kann man auf jeden Fall machen. In dem Script werden wir uns erstmal die Strecke holen. Das ist einfach ein Table, der beinhaltet die C-Frames von den ganzen Punkten, die wir haben. Hier loopen wir einmal durch diese ganzen Punkte durch und packen dann einfach in die Strecke mit dem Index des Namens des Parts, dann den C-Frame von dem Part. Und der ganze Spaß funktioniert einfach so, indem wir uns den letzten Punkt speichern, an dem der Zug war, dann den nächsten Punkt speichern, zu dem der Punkt hin soll, und einen Alpha-Wert. Das ist dann einfach sozusagen ein Faktor, wie weit der Zug denn schon von Punkt 1 zu Punkt 2 fortgeschritten ist. Dann loopen wir einmal durch. Warum habe ich das eigentlich so geschrieben? Machen wir es hier so ein bisschen optischer zusammenpassen. Dann loopen wir einmal durch die gesamte Strecke durch und gucken, welcher der vielen Punkte in der Strecke am nächsten an unserem Zug dran ist. Also if Zug.primaryPosition minus C-Frame.Position.Magnitude ist kleiner als Zug.primaryPartPosition minus Strecke in eckigen Klammern LastPoint.Position.Magnitude, then ist der LastPoint der neue Point. Und der Next Point ist ein Point größer oder, wenn die Strecke ihr Maximum erreicht hat, 1. Und dann habe ich einfach an den Run Service, also an den Heartbeat vom Run Service, einen Loop praktisch connected, weil das wird ja jeden Frame gefeiert. Solange der Zug aktiv ist, wird erstmal die Distanz zwischen den Last Point und den Next Point berechnet. Dann gucken wir, ob die Distanz kleiner ist als Distanz pro Frame. Wenn ja, dann wird der Next Point noch einmal erhöht auf einen Point mehr. Aber ich glaube, da wir den Bug vorhin nicht hatten, können wir das eigentlich mal ausklammern und gucken, ob es trotzdem funktioniert mit 15 Speed oder ob wir dann doch den Bug haben. Weil ja, doch, es scheint zu funktionieren. Ich weiß nicht warum, weil ich dachte, das wäre hier schlechtes Error Handling, was ich habe, aber scheinbar kann man das weglassen. Das hat ja funktioniert. Gut. Alpha wird dann berechnet, indem man einfach Dreisatz macht. Alpha ist eine Zahl zwischen 0 und 1. Das heißt, wir nehmen 1 geteilt durch die Distanz mal die Distanz pro Frame. Und wenn die Distanz pro Frame größer ist als die Distanz, ist Alpha halt 1. Dann ist der nächste C-Frame einfach der Last Point, der zum Next Point gelerpt wird mit Alpha. Lerp ist einfach eine Funktion, die berechnet einen Punkt, beziehungsweise die berechnet einen C-Frame zwischen zwei C-Frames mit halt dem Abstand Alpha, beziehungsweise dem Fortschritt Alpha. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Und dann checken wir, ob der nächste Punkt schon erreicht wurde. Wenn ja, dann ist der Last Point der nächste Punkt und der nächste Punkt der Last Point plus 1 oder 1. Alpha wird wieder auf 0 zurückgesetzt und der neue C-Frame ist dann einfach der Last Point, damit wir nicht über ihn hinüberschießen können. Es kann natürlich sein, dass das nur so gut funktioniert, weil dieses Event so oft fired. Ach, keine Ahnung. Dann wollen wir noch, dass der Zug in die richtige Richtung guckt, und da habe ich einen richtig lazy Approach genommen, und zwar C-Frame.new. Da habe ich die Position vom C-Frame genommen und die Richtung vom Next Point. Deswegen ist der Zug auch so wackelig. Theoretisch müsste ich dann auch so einen smoothen Winkel mittendrin berechnen. Da ist mir aber während der 10-Minuten-Challenge nicht eingefallen, wie ich das machen kann. Und dann habe ich einfach gesagt, Zug Pivot 2, neuer C-Frame. Und damit Pivot 2 funktioniert, muss natürlich der Zug einen Primary Part haben. Und bei mir ist das Primary Part das Part hier unten. Und wenn wir hier rechtsklick, Show Indication Orientator machen, seht ihr, die Front guckt nach vorne. Das ist auch wichtig, weil sonst würde der Zug schief auf den Gleisen liegen. Das können wir uns auch einmal zeigen. Wenn ich das Ding hier jetzt einfach mal so rotiere und wir das abspielen, dann ist der Zug schief. Da der gesamte Zug aber einfach nur so ein geankertes Model ist, braucht man sich hier gar nicht um Physik und so einen Müll kümmern. Es wird einfach alles so funktionieren, wie es ist. Da muss man nichts welden, gar nichts machen. Es ist praktisch wie der GTA-Zug, der fährt und fährt und fährt durch alles durch. Es ist egal, weil er hat nur eine Aufgabe, und zwar zu fahren. Es ist egal, ob ihr hier 100.000 Busse aufs Gleis stellt, der fährt da einfach durch. Ich kann den Helikopter aus einem anderen Tutorial nehmen, auch aufs Gleis stellen. Was heißt ein Helikopter? Wir machen einfach gleich zwei Helikopter draus, wenn die sich mal schieben lassen würden. So, können wir hier aufs Gleis stellen und der Zug wird einfach durchfahren. Können zwei Helikopter den GTA-Zug aufhalten? Wir werden das sehen. Pff, das ging so schnell, dass die Helikopter nicht mal beeindruckt waren davon. Einfach... Pff. Okay, ich sollte den Zug vielleicht etwas langsamer einstellen. 2 Frames pro Sekunde. Und dann packen wir die Helikopter doch hier nach da vorne. Können 2 Apache-Kampfhelikopter den Zug aufhalten? Finden wir es heraus. Und... Oh mein Gott, Leute, der Zug ist einfach weitergefahren. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wie alles explodiert ist. Könnte man natürlich machen, dass man einfach dem Zug ein paar Bumper hier vorne gibt, dass man sagt, wenn dieses Part berührt wird, oder wenn man hier vorne noch ein Part dran macht und dann sagt, dass dieses Part hier berührt wird, dann soll alles explodieren. Machen wir einfach. Explopart heißt das jetzt. Und dann können wir jetzt sagen, local explopart ist gleich Zug.explopart. Dann würde ich hier unten hinschreiben, explopart.touch:connect function hit. So, if not Zug aktiv,
Dann sollte natürlich nichts explodieren. Dann getten wir das Model, in dem sich das Hitpart befindet. Wenn das Hitpart geankert ist oder sich in einem geankerten Ding befindet, ist egal. Wenn das Model kein Model ist, dann ist egal. Wisst ihr was? Das mit dem Model ist mir eigentlich vollkommen egal. Wir lassen es sein. So. Dann erschaffen wir eine Explosion an der Position vom Hitpart mit dem Parent vom Hitpart. Und dann applyen wir noch einen Impuls auf das Hitpart. Und zwar in Richtung des Look-Vektors vom Primary Part des Zugs, also da, wo der Zug hinfährt, mal Distanz pro Frame plus Vector 3.Newton 0,1.0, das bedeutet ein bisschen nach oben, und dann nochmal mal 10. Und ich denke, das sollte jetzt die ganzen Helikopter komplett fertig machen. Also, wer wird überleben? Der unfassbare Zug oder zwei Helikopter, die gleich komplett in die Luft fliegen werden? Wir werden es sehen. Los geht's. Okay. Ja, das war's dann mit den Helikoptern. Wir sehen aber, der Sitz vom Helikopter, der schwebt noch. Der macht doch seine Aufgabe offenbar. Stabil. Oh, das Interessante ist, ich habe gar keinen Debounce reingepackt. Das heißt, das wird gleich nochmal richtig hochgehen bei jedem einzelnen Hit-Part, das wir hier berühren. Und ich glaube, mir gefällt das. Wir lassen das so. Wir lassen das auf jeden Fall so. Also, was ich in dem Tutorial, bei dem die Aufnahme leider kaputt war, noch erklärt habe, ist, dass ich dieses Tutorial hier nur mache, weil meine Tutorials immer komplizierter wurden. Und ihr habt es vielleicht schon beim Hoverboard-Tutorial beim letzten Mal gemerkt. Das Tutorial dauerte einerseits super lange und hat trotzdem kein super geiles Hoverboard hervorgebracht, weil es einfach sehr schwer ist, so ein System wirklich einwandfrei zu coden. Vor allem, wenn ich mir nur ein paar Stunden Zeit nehme pro Woche, um so ein System dann einfach aus dem Kopf heraus zu erschaffen. Hiermit wollte ich euch einfach nur mal ein paar Eindrücke geben, wie ihr selbst so ein Zugsystem machen könnt. Es gibt unendlich viele andere Approaches für so ein Zugsystem. Aber das hier wäre, glaube ich, da könnt ihr mich natürlich auch gerne in den Kommentaren berichtigen, der einfachste Weg, um erstmal einen funktionierenden Zug zu machen, weil man kann sich ja theoretisch reinsetzen, man kann mit ihm mitfahren und er fährt einfach auf seiner Strecke. Auch wenn die Strecke ein bisschen janky gebaut ist, wenn man sie ordentlich baut, dann würde es den Leuten ja erstmal gar nicht auffallen. Der Zug wäre auch noch erweiterbar um weitere Funktionen, wie zum Beispiel das mit den Explosionen. Oder man könnte einfach von außen eine Funktion starten, um den Zug zu starten oder den Zug zu stoppen, die Geschwindigkeit anpassen. Das kann man ja alles machen. Und wenn ihr dann wirklich so einen Zug haben wollt, der sich wirklich an die Rails hier anschmiegt und halt realistisch fährt und so, dann müsst ihr da halt wirklich extrem viele Stunden reinstecken. Ich meine, es gibt Zugsimulationen auf Roblox, da haben die Entwickler Monate, wenn nicht sogar Jahre dran gesessen, um die Zugsimulation so hinzubekommen, wie sie heute sind. Und ich bin nur ein Pleb aus dem Internet, der kaum Zeit hat für die Tutorials, die er überhaupt macht. Deswegen kann ich einfach solche Systeme nicht regelmäßig für euch machen. Es stand einfach nur auf meiner Liste, weil ich mir vor über einem Jahr mal aufgeschrieben habe, ja, irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, kann ich dann so ein Zugsystem zeigen. Jetzt habe ich es abgehakt und ich hatte keine Zeit. Und ich werde wahrscheinlich auch erstmal keine Zeit haben. Das ist einfach in meinem Leben nicht drin. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich würde gerne mehr Zeit in Tutorials für euch stecken können, ist aber aktuell einfach nicht der Fall. Dementsprechend, wenn ihr Fragen zu Roblox Studio habt, wie man irgendein System coden kann, wenn es sehr simple Fragen sind, dann könnt ihr auf meinen Discord-Server kommen, im Roblox Studio Forum einfach mal nachfragen. Wichtig ist, dass ihr euch an die Post-Richtlinien haltet, weil nur ein vollständiger Post wird auch anständig bearbeitet. Posts, die einfach nur eine Einsatzfrage sind, werden in der Regel ignoriert, weil man damit meistens nichts anfangen kann. Und wenn ihr wirklich mal wollt, dass ich euch zeige, wie man irgendein bestimmtes System macht, dann könnt ihr es mir auch in die Kommentare schreiben. Und ich mache dann auch ein Video dazu, wenn es kein so umfangreiches System ist, wie dieses Zugsystem oder wie ein Pet-Hatching-System oder so. Weil das sind alles Sachen, da kann man Ewigkeiten reinstecken. Natürlich könnte ich euch so ein simples Basic-System zeigen, aber da hat doch niemand was davon. Ich meine, dieser Zug hier ist jetzt auch nicht wirklich geil. Aber wenn jemand von euch einfach das Skript nimmt, das ich habe, und den Aufbau mit dem Folder, wo die Parts drin sind, anständig umsetzt, dann ist es ja schon mal ein netter Anfang. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr, halbgare Systeme in meinen Tutorials zu präsentieren. Einfach nur, weil ich nicht die Zeit dazu habe, ein ordentliches System zu coden. Dementsprechend werde ich jetzt erstmal auf kompliziertere Sachen verzichten. Eine Sache möchte ich noch machen, und zwar der Zug, der ist ja immer noch ein bisschen janky. Ach Mensch, ich wollte reinspringen. Dann lasse ich mich halt überfahren. Deswegen möchte ich noch einmal gucken, ob ich diesen Bug schnell fixen kann, indem ich die Orientation auch mitlörpe. Boom! Oh, krass, okay. Ich dachte, der Zug trifft mich nicht mehr, weil ich nicht wusste, ob er neben den Schienen fährt. Dafür gehe ich dann noch einmal in mein Zugscript. Ich weiß gar nicht, warum das Low heißt. Ich nenne es einfach Zugscript. Und ich würde sagen, wir arbeiten nicht mehr mit C-Frames, sondern mit Positionen. Sondern mit Vector 3s. Nehmen dann hier auch Punkt Position. Dann nehmen wir hier Position weg. Hier Punkt Position weg. Hier Punkt Position weg. Hier Punkt Position weg. Hier Punkt Position weg. Und sagen jetzt einmal Local Ausgangs C Frame ist gleich C Frame.new loop,
Next Point. So, dann sagen wir hier Ausgangs-C-Frame, Doppelpunkt Lerp. Und dann brauchen wir noch ein Ziel-C-Frame. Und das ist jetzt das Nervige. Ist gleich auch C-Frame.new, Strecke Next Point. Und der muss dann in die Richtung gucken vom übernächsten Punkt. Das heißt, wir nehmen uns einfach mal diese Zeile hier und sagen dann Strecke in eckigen Klammern. Und jetzt den ganzen Spaß. If Hashtag Strecke kleiner last plus 1. Nein, wir nehmen aber jetzt Next Point plus 1 und Next Point, um den übernächsten Punkt zu bekommen. Und ich hoffe, dass das jetzt so funktioniert. Wenn wir hier ein neues C-Frame wegnehmen, dann sollte das jetzt, glaube ich, funktionieren. Gucken wir uns das einfach mal an. Nee. Position is not a valid member of Vector 3. Was? Wo habe ich das noch stehen? Ach so, hier. Point, Position. So, dann kann man das hier noch wegnehmen. So, habe ich das noch irgendwo stehen? Nee, oder? Ah, und natürlich den Ziel-C-Frame hier einsetzen. So, jetzt sollte es aber funktionieren, oder? Nein, weil hier der C-Frame auch noch einmal überarbeitet wird. Und dann brauchen wir tatsächlich diesen C-Frame hier. Mal gucken, wie es jetzt ist. Und es ist immer noch janky, aber es gibt jetzt In-Betweens. Es gibt jetzt In-Betweens. Wenn wir die Anzahl an weirden Punkten entfernen, dann sollte es jetzt smoother sein, weil es ist jetzt nicht mehr abrupt, sondern es ist jetzt ein smoothes Herumgejitter und dementsprechend funktioniert das auch. Wunderbar. Das bedeutet, wenn ihr dann wirklich dieses Zugsystem hier haben wollt, braucht ihr, wie gesagt, einen Zug mit einem Primary Part. Ihr braucht einen Folder, in dem verschiedene Punkte drin sind. Und die Punkte müssen dann einfach nach Nummern benannt werden in der richtigen Reihenfolge. Und dann braucht ihr im Server-Script-Service noch dieses Script, das ich jetzt einmal ein bisschen kleiner mache. So, damit ihr es einmal abschreiben könnt. So sieht der obere Teil aus. So sieht der untere Teil aus. Und das ist das ganze Zugscript. Ich hoffe, jemand von euch konnte etwas mit dem System anfangen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn nicht, dann lasst kein Like da. Und wenn doch, dann klick auf das Video, das dir hier jetzt angezeigt wird. Oh, lol! Ich bin nicht in die Luft geflogen. Ich bin in den Zug reingesetzt worden. Aber, oh, das ist jetzt viel smoother. Guck mal, wenn man drin sitzt, merkt man das erstmal. So viel besser geschrieben, das ist hier. Aua. Okay, mir wurde ein Fuß weggesprengt. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Bis dann und ciao!